Sag mal, ist das dein kleiner Kaktus? Aha. Ein bestimmter Grund, warum du ihn da hingestellt hast, wo der Wecker sonst immer stand? Ich sag dir als Freund, ich warte drauf, dass du heiratest. Ja, eine Frau und Kinder, die dich anbeten. Eine Frau, Kinder, die Liste ist unendlich. Al, das ist Tony. Al ist verheiratet. Schwerer Tag. Ja, und deiner? Oh ja. Ja, muss wohl so sein. Sogar der Fernseher schwitzt noch. Keine Überraschung für dich. Ich gehe heute Abend zum Basketball. Du hast mich missverstanden. Du musst denken, ich hätte gesagt, Schatz, bist du einverstanden, dass ich ins Stadion gehe? Also wie eine Frage. Richtig, das Vorspiel hat sicher schon angefangen. Oh nein, das tust du nicht. Jedes Mal, wenn wir Gäste haben, schaltest du den Fernseher ein und sonderst dich von den anderen ab. Heute nicht. Hallo, ich bin Marcy. Und ich bin Steve. Sie haben ein wunderschönes Haus. Ja, Sie auch. Kommen Sie rein. Wie geht's, Nachbarin? Ja. Ich hasse diese Pflaumen. Und ich schwöre Ihnen, Ihr Sohn wird eine Schwuchtel, wenn Sie zulassen, dass diese Frau Ihnen den Sport wegnimmt. Schalten Sie den Fernseher ein. Ich kann's nicht für Sie tun. Sie müssen ihn einschalten. Entspannen Sie sich. Ganz ruhig. Und sehen Sie sich Sport an. Ich will wissen, was du nachts tust, wenn ich ins Bett gegangen bin. Wenn ich dir das sagen wollte, dann... Komm mit, Steve. Wir haben zu reden. Aber mach schnell. Gleich kommt nämlich Boxen. Du wirst dir nichts ansehen. Wollen wir nach oben gehen? Ich dachte, du wolltest das Spiel sehen. Na, wen interessiert's?